produziert habe heute. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute 11 Zeichen, dass du so zu Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit, wie man das so ganz gerne nennt, in Beziehungen neigst. Also muss jetzt nicht unbedingt das volle Bild sein, aber dass du vielleicht so eine Neigung dazu hast, wenn du daran arbeiten willst, ist immer wieder der Start. Modul 1, Umprogrammierung des Liebeschips oder auch die Selbstliebe-Challenge, die ja gerade gestartet ist, wo man noch einsteigen kann. Diesmal gerade läuft die Advanced, aber da kann man auch einsteigen. Genau. Ja, gehen wir mal kurz und schmerzlos durch, würde ich sagen, ne? Punkt 1, du versuchst es immer allen recht zu machen. Ja, spricht, glaube ich, für sich, ne? Also, bist sehr auf Harmonie aus, möchtest keinen Ärger haben, und neigst dann dazu, ja, es anderen recht zu machen, dass irgendwie keine Probleme entstehen. Das muss auch nicht nur Beziehung sein, das kann auch mit deinem Vermieter sein, whatever, ne? Zweitens, du zweifelst ständig an dir und stellst dich in Frage. Also, das ist auch von Menschen, die so, ich sag auch mal gerne Pluspol sind, oder zur Co-Abhängigkeit neigen, ja, zweifeln immer extrem an sich, während sie ein Hobby mit Menschen zusammen sind, die überhaupt nicht an sich zweifeln. So, ne? Obwohl die vielleicht manchmal viel mehr Grund hätten oder auch gleich viel Grund, ich weiß es nicht. Aber es fehlt dir so ein Gefühl von, hey, wie ich es mache, ist schon richtig, richtig genug, perfekt gibt es eh nicht. Sondern es ist eher so ein immer wieder in Frage stellen, ist das jetzt in Ordnung so? Und ja. Drittens, in Beziehungen gerät es immer wieder an Menschen, die tendenziell egoistisch sind und dich nicht im Blick haben. Spricht auch für sich, denke ich. Viertens, wenn du mal eine Grenze setzt, kommst du dir gleich super egoistisch vor. Also das höre ich auch mal wieder, wenn ich mit Menschen arbeite und dann wir mal, okay, die dann mal anfangen, wirklich Babygrenzen zu setzen. Was super ist, also jetzt gar nicht im Sinne vom kleinen Schritt, aber so Sachen, wo das, wo man von außen denkt, boah, das war jetzt auch mal echt überfällig, dann kommt man sich schnell total wie der schlimmste Egoist der Welt vor, irgendwie. Ja, fünftens, du fragst immer wieder andere, was du jetzt tun sollst, beziehungsweise suchst sehr viel Bestätigung für deine Entscheidung. Ja, spricht, denke ich, auch für sich. Kann auch in allen möglichen Lebensbereichen sein, was jetzt nicht schlecht ist oder so. Also all die Sachen, die ich jetzt vorlese, sind nicht per se schlecht. Es ist nur, wenn sie so im Übermaß da sind, sind sie halt so ein Muster und bereiten dann halt die Probleme, dass man immer wieder in diese toxischen Beziehungen gerät, Plus-Minus-Beziehungen, man übers Ohr gehauen wird, übervorteilt wird und so weiter, ne? Wenn das nicht wäre, bräuchte man sich ja vielleicht nicht so viel drum kümmern dann, aber ja, man zahlt halt immer drauf, ne? So, sechstens, wenn deine Grenzen völlig überstrapaziert werden, reagierst du gegebenenfalls mit plötzlicher starker Wut. Also das ist nicht bei allen, das ist sogar manchmal eher ein Zeichen von Gesundung schon, dass das passiert. Wenn man die Wut nicht mehr komplett runterschluckt, jetzt würde ich, wie gesagt, nie sagen, man sollte diese Wut ungefiltert rauslassen, aber tatsächlich sitzen viele Leute im Pluspol in einer tendenziellen Co-Abhängigkeit, sitzen auf so einem Paket Wut. So. Und merken das gar nicht. Und wenn sie dann so drankommen, dann kommt es durchaus vor, wenn sie dann, dass sie dann merken, boah, meine Grenze ist jetzt dermaßen überstrapaziert oder das Konto, was ich unbewusst führe. Also häufig wird dann auch wie so ein unbewusstes Konto geführt, wo man das Gefühl hat, boah, da habe ich jetzt nur eingezahlt, jetzt will ich mal was raus haben. Das kommt dann so plötzlich rüber und so krass und dass der andere dann denkt, boah, was ist denn jetzt? Das war doch nur eine Kleinigkeit irgendwie, ne? Aber tatsächlich ist es einfach der Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und dann wird man plötzlich so, kommt alles hoch, all die Sachen, die man nie gesagt hat, all die Male, wo man übervorteilt worden ist und ist dann stinkt wütend so. Siebtens, du hast Schwierigkeiten zu nehmen und gib's lieber. Gut, das sagt man ja, geben ist seliger denn nehmen, aber tatsächlich müssen Leute, dürfen, sollten, müssen Leute im Pluspol lernen zu nehmen. Das ist total wichtig. Achtens, du siehst immer in allen das Gute und verstehst alle. Also es ist auch das ist an sich wunderbarer Charakterzug so, aber macht halt Schwierigkeiten in Beziehungen, wenn man immer wieder jeden verstehen kann, jeden, ah ja, der auch eine schwierige Kindheit gab. Das ist grundsätzlich gut, nur wenn man dann das als Grundlage nimmt, jemand 100 Mal zu verzeihen, der immer das Gleiche macht und gleichzeitig in der Beziehung zu bleiben. Ihr könnt natürlich Leuten 1000 Mal verzeihen, das ist wunderbar, nur will man mit denen dann weiter
in der Beziehung bleiben, wenn sich nichts ändert? Das ist immer wieder die Frage. Und häufig ist dann eben in diesem Pluspol ist halt dieses, also Pluspol muss nicht immer Co-Abhängigkeit heißen, aber dazu andere Videos. Also wenn du dieses Co-Abhängige Muster ein bisschen zu neigst, hast du häufig so eine Überempathie und verstehst alles und siehst auch in jedem das Licht. Das ist jetzt, wie gesagt, überhaupt keine schlechte Eigenschaft, ist nur, wenn die dazu führt, dass man sich nicht genügend abgrenzt, schwierig in Beziehungen, ne? So, neuntens, du kannst scheinbar extrem schnell verzeihen. Scheinbar, weil häufig führt man dann doch so dieses Konto im Hintergrund. Und wie dann in Punkt 6 genannt, flippt man unter Umständen irgendwann trotzdem aus, weil man es dann eigentlich doch nicht so verziehen hat. So, aber erstmal scheint das so zu sein. Zehntens, du bist ungern alleine, sehr ungern alleine. Elftens, du versuchst chronisch andere Menschen zu ändern. Auch das, diese fast schon missionarische Wunsch, andere zu ändern, hängt natürlich alles mit der Kindheit zusammen. Ist extrem stark ausgeprägt. Ja, genau, wie gesagt, wenn du das bei dir feststellst, ist immer eine Frage, in welchem Ausmaß, genau, kannst du gerne mal in meine Kurse reingucken, wenn es natürlich auch immer, wenn es stärker ausgeprägt ist, gute Möglichkeit, da mal mit in Therapie zu gehen und so weiter und so weiter. Habe ja alles schon x Videos gesagt. Und ja, in der dieses oder andere Videos gefallen, reicht's gern weiter. Abonniere auch gerne meinen Kanal, das ist auch so für die Suchalgorithmus immer ganz gut auf YouTube, auch wenn du die Videos so auch gucken kannst. Sage ich auch mal für die YouTube-Neulinge, kostet nichts. Und ja, unterstütze mich auch gerne mit einer Mitgliedschaft auf YouTube. Da gibt es nochmal so einen Button Mitglied werden. Da kann man mich auch prima mit unterstützen, so ein bisschen. Okay, in diesem Sinne. Wir werden es bald wieder.